Hallo, ihr Gewirrlinge! Merit ist genesen und bereit zu neuen Taten und die sollen uns wieder raus für die Tore von Sierzo führen. Allerdings nicht mit einem vollen Beutel. Ich muss mal überlegen, was ich sinnvollerweise mitschleppe. Also ich hätte ja schon ganz gern eine Reiseapotheke, nennen wir es mal so. Das wäre gar nicht so schlecht. Also beruhigender Tee, das ist gegen Erkältungen. Sagen wir mal, 2 Tees für eine Tour ist okay. 5 Gegengift ist vielleicht ein bisschen viel. Pack da mal 3 in die Truhe. 2 Wasserschläuche, ja. Einen sollte ich mal... Warte mal, ich trinke mal einen leer. Dann würde ich den nämlich gerne füllen mit Salzwasser. Weil mit Salzwasser kann ich Salz herstellen. Und der wird mit Süßwasser gefüllt. Brot. Es ist schon bald schimmelig. Essensrest. Die Garbeeren werden wir... Marmelade werden wir noch verkaufen. Schön, dass du jetzt Garbeeren-Marmelade gegessen hast. Ja, die werden wir verkaufen. Ja. Verbände, schön und gut. Ja, so ist es vielleicht gar nicht schlecht. Genau. Also. Wir gehen jetzt Marmelade verkaufen. Zumindest die Reste, die du gerade nicht gefressen hast. Und dann geht's zum Süßwasser. Das auffüllen. Ach so, wie ist denn das, wenn ich das Süßwasser... Ich habe jetzt 2 Wasserschläuche. Wenn ich jetzt zum Süßwasser... wie nennt das sich jetzt? Wasseraufbereiter gehe. Und werde dann versuchen, dort... Wasser aufzunehmen. Füllt er damit einmal beide Wasserschläuche auf? Oder muss ich praktisch 2-mal Wasser aufsammeln, damit er 2 Schläuche voll macht? Das muss ich mir mal anschauen. Aber erstmal bekommst du ein bisschen Marmelade. Wie viel bekomme ich eigentlich für Marmelade? Marmelädchen! Ah ja, das ist nicht so toll. Aber besser als nichts. Transaktion, jawohl. So, jetzt gucken wir mal zum Wasser. Ich hätte schon ganz gern einen Beutel mit Salzwasser gefüllt, damit ich mal ein bisschen Salz machen kann. Wenn man abends von der Tour wiederkommt. Aber bitte nur in einem. Im Moment ist es ja so... Hier ist ja Süßwasser drin. Ich glaube nicht, dass das Spiel es zulässt, dass ich in einen Wasserbeutel, Wasserschlauch, Salzwasser und Süßwasser gleichzeitig reintue. Das glaube ich nicht, dass er das tut. Das können wir mal ausprobieren. Wir gehen mal jetzt hier Salzwasser fischen. Halt. Nicht trinken, nur sammeln. Er hat tatsächlich das... den leeren Sack voll gemacht mit Salzwasser und in dem Süßwasserschlauch ist Süßwasser drin. Das ist schön. Ja, wo geht die nächste Tour hin? Mir ist geraten worden, mir mal den Strand anzuschauen, weil ich unbedingt Blausand sammeln soll. Und Blausand bekommt man, wenn man fischt am Strand. Da kann man, wenn man Fische erlegt und fängt, tatsächlich auch ein bisschen Sand farmen. Und Blausand wäre das, was diese Rüstung, was man für diese Rüstung bräuchte. Und die ist wohl sehr gut. Das war ein Tipp von Mr. Headspinning. Der hat mir gesagt, ich brauche eine Blausandrüstung. Er hat mir sehr suggestiv gesagt, du brauchst eine Blausandrüstung, junger Padawan. So ungefähr hat er sich ausgedrückt. Und deswegen will ich es gerne mal machen. Aber vorher, mir ist beim Videoschneiden aufgefallen, dass es oben neben Eto eine Person gibt, die ich noch gar nicht angesprochen hatte. Das ist vielleicht auch ein Trainer. Das hat jetzt gerade Priorität. Hier, Oda. Hi. Amber Merit, ich übe jeden Tag, damit ich eines Tages in Etos Fußstapfen treten und in Sierzo beschützen. Was? Und Sierzo beschützen kann. Vielleicht sollten wir zusammen üben, hm? Lass uns reden. Ich habe eine Reise zu dem alten Einsiedler im Tal jenseits des Geisterfasses gemacht.
Der Weg dorthin war gefährlich, aber sein magisches Wissen ist gewaltig. Für die Zauber des Windklüngels gibt es keinen besseren Lehrer. Ja. Lernen? Ich kann dir einen kleinen Kassitentrick beibringen. Ich zeige dir, wie man seine Gegner mit einer Einhandaxt verlangsamt und verkrüppelt. Nee, mit Äxten bin ich jetzt nicht so drauf. Nee, okay. Gut, also schön, dass wir dich kennengelernt haben, aber du nutzt gerade nichts. Wenn ich mit dir reden will, will er das immer noch nicht. Lernen. Oder kannst du mir beibringen, wie man kämpft? Was soll ich dir zeigen? Wie kann ich ungesehen herumschleichen? Grundsätzlich erregst du im Dunkeln weniger Aufmerksamkeit. Lösche also deine Laternen oder Fackeln und gehe in die Hocke. Halte dich aus dem Sichtfeld der Gegner fern und schleiche dich entweder an ihm vorbei oder nähere dich vorsichtig an, um ihn anzugreifen. Dieser heimliche Ansatz erlaubt es dir, Fallen für deine Gegner aufzustellen oder den ersten Schlag zu landen. Du kannst ihm sogar in den Rücken fallen, wenn du die richtige Dolchfähigkeit gelernt hast. Die Fallen selbst können großen Schaden anrichten, wenn du deine Gegner hineinlocken kannst. Zunächst brauchst du einen Auslöser, zum Beispiel einen Stolperdraht, den du dann mit einem geeigneten Gegenstand wie Eisennägeln scharf machst. Aha. Lernen? Das unten hatte ich ja schon. Das kann man auch logischerweise nicht nochmal lernen. Deine Ressource. Was ist denn das hier? Was ist das für eine Ressource? Es muss doch irgendeinen Namen haben hier oben, dieses zerbrochene Kettenglied. Was ist das? Das ist ja nicht mein Level. Das ist auch nicht ein Lernpunkt. Das ist irgendwas anderes, was ich nicht verstehe. Schildangriff. Stürme vorwärts und triff Gegner mit voller Wucht mit deinem Schild. Ruhiger Arm. Erhöht Starkfestigkeit beim Blocken um 15. Mhm. Kann ich das einfach so lernen? Mach ich mal. Okay, ruhiger Arm wurde erlernt. Gut. Und hier erhöht Gesundheit und Mana. Kostet aber auch ein so ein Ding, von dem ich nicht weiß, was es ist. Bevor ich nicht weiß, was das hier oben für eine Ressource ist, werde ich das nicht ausgeben. Okay, das wäre das. Ich habe viel zu viel Krempel dabei, richtig? Ja. Ich bin für alle Eventualitäten gerüstet. Achso, dann wurde mir geraten, dass ich doch bitte mal was basteln soll. Und zwar, man nehme... Es geht gerade nicht, Moment. Pack den mal. Mach es mal so. Danke. Nimm deinen Streitkolben. Und pack dazu Tierknochen. Und Tierhaut. War das so? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Scheiße, das ist bestimmt doof. Ja, genau. Leintuch. Haha, Fangknüppel. Aha, und was macht der jetzt? Also was kann der, was vorher der Streitkolben nicht konnte? Ah, fügt Gegnern Bluten zu. Das ist schön. Und den Fangschild könnte ich mir theoretisch auch basteln. Aber ich habe nicht mehr genug Leinentuch und Tierknochen. Jo. Ist der Knüppel jetzt genauso gut wie der alte, halt nur aufgepimpt mit diesem Bluteneffekt? Oder hat er jetzt auch irgendwie an Schlagfestigkeit, Wucht oder irgendwas eingebüßt? Das weiß ich gar nicht. Insgesamt gesehen sollte ich nochmal ein bisschen Ramsch abladen. Ich glaube nicht, dass ich einen Fluchreiniger jetzt brauche und so ein paar andere Sachen. Das werde ich jetzt nicht benötigen. Mehr Traglast ist Trumpf. Und ich möchte vor allen Dingen auch Harpunen mitnehmen, weil ich ja jetzt eigentlich am Strand dieses Fischen und Blausandfarmen mal machen möchte. Zack, rein.
Das heißt, du lässt bitte zu Hause die Fluchreinigungstränke. Den Ausdauertrank. Der gehört ja eigentlich da oben rein, aber das Salzwasser muss da nicht hin. Dann kannst du es da oben hinpacken. Das Brot kommt aber eigentlich da unten rein. So, Zorntrank. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Elementarer Widerstandskrank brauchen wir vielleicht für diese Krebse, wenn uns die in die Quere kommen. Die Käfer brauchen wir jetzt nicht. Das Brot eigentlich auch nicht. Achso, ich kann nochmal gucken. Schaden 22, Wucht 25, Angriffsgeschwindigkeit 1. 22, 25, 1. Merken. Schwierig, aber merken. Das brauche ich auch nicht. Pilzläuterer. Weg. Weg. So sieht das schon besser aus. Genau. 22, 25, 1. Haben wir uns gemerkt. 26, 28, 1,1. Sie ist besser geworden, definitiv. Und noch diesen Bluteneffekt. Schön. So, achso, ja. Harpune. Eine habe ich noch, genau. Und dann auf zum Strand. Es ist der kürzeste Weg eigentlich, wenn ich jetzt unten durch das Lager gehe, oder? Kann man hier eigentlich runterhüpfen? Wenn ich ins Herz sterbe, dürfte eigentlich nichts passieren, aber ich... Nee, es geht nicht. Man kann nicht runterfallen. Zumindest nicht in der Stadt. Draußen geht das bestimmt. Wenn ich mich durch die Stadt, durch das Lager mogele, habe ich zum einen abgekürzt, zum anderen habe ich da vielleicht die Troglodyten wieder. Das könnte auch nochmal interessant sein. So mache ich das. Blausand. Und dann ist mir der Tipp gegeben worden, dass die Seesternhöhle, die da am Strand ist, dass es da Blausand drin gibt, aber die Seesternhöhle war ja überflutet. Da haben wir uns ja das angeschaut neulich in einer Episode und da wusste ich gar nicht, was ich mit dieser Höhle anfangen soll, weil da eigentlich gar nichts war. Aber der Trick ist, dass die einfach um Mitternacht nicht überflutet ist. Offenbar gibt es hier Gezeiten oder wie soll ich das verstehen? Naja, jedenfalls, das wäre dann nochmal interessant. Was ist denn hier drin? Da habe ich was reingelegt, richtig. Es kann sein, dass die hier gar nicht da sind, weil die noch weg sind vom letzten Run hier durch. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Dann sparen wir Zeit. Troglodytis, seid ihr da? Sagt mal ja. Nee, keiner da. Gut, Zeit gespart. Und das mit dieser Höhle war, glaube ich, auch ein Tipp von Mr. Headspinning. Aber Mitternacht ist weit. Aber vielleicht treiben wir uns ja so lange am Strand rum. Das kann ja auch sein. Der Weg zurück zur Stadt ist ja eigentlich sicher. Da ist ja enthyänisiert und entperlvogelt. Wobei ein Perlvogel jetzt nicht so die große Bedrohung darstellen sollte. Nicht mehr zumindest. So, hier soll ich jetzt nach Fischspots Ausschau halten und, wenn ich Glück habe, Blausand farmen. Seetang sammeln. Leider ist das so ein dummer Krebs. Die Krebse sind ja echt böse. Ich stehe wieder kurz davor, eine riesengroße Dummheit zu begehen. Und die Dummheit lautet diesmal, nimm einen klaren elementaren Widerstandstrank, gib ihr hinter die Binde und leg dich mit einem Donnerkrebs an. Ah, das ist eine blöde Idee, ich weiß es ganz genau. Jetzt müsste ich eigentlich, weil ich jetzt sowieso hier rein flüchten werde,
wenn der Krebs kommt, müsste ich da drin, tut mir leid, ich muss jetzt da drin meinen Rucksack ablegen. Das ist das Sicherste, was ich im Moment machen kann. Es tut mir echt leid, aber das müssen wir jetzt gerade tun. Also leg den Rucksack ab. Dann hast du ja, den Trank, richtig, ich sehe das ein. Moment. Quickleister. Nimm mal da den Trank dazu. Den da, richtig. Ich glaube, Rucksäcke werden ja nicht gelöscht. Also irgendwann geht hier alles weg, was auf der Karte rumliegt. Auch Dinge, die ich irgendwo ablege, die bleiben lange Zeit liegen, aber nicht ewig. Irgendwann wird die Karte praktisch genuked, gelöscht, geleert, nennt es wie ihr wollt. So. Wo ist denn die Karte? Die nächste. Der Trank hält bestimmt nicht ewig. Jetzt ist die gar nicht da. Doch, da hinten ist eine. Zwei. Oh, es ist so eine Scheiße, die ich hier gerade vorhabe. Hoffentlich ist eine Jägerin in der Nähe, die mich bewusstlos zurück nach Seattle schleifen kann. Komm schon, den kriegst du, Merit. Eieiei, ich weiß aber nicht, wie viel Anteil der Trank jetzt daran hatte. Pack die Keule weg. Was hatten wir dabei? Insektenhülle und Larvenei. Aha. Bandagiere dich. Du bist irgendwie verwirrt. Wie lange bist du denn das noch? 198 Sekunden und der Trank wirkt nicht mehr so lange. Das ist doof. Gut, deine Schlagfestigkeit ist jetzt nicht so ausgeprägt. Und ich habe natürlich auch leider nichts dabei, was mir noch einen Heilungsbuff gibt und nicht verbannt ist. Das ist auch wieder gut vorbereitet. Oh, hier ist Müll. Oh, da liegt einer. Mit Michael Aberdeen sprechen. Dieser Leichnam trägt die Uniform einer der Seeleute aus Seattle. Den Wunden nach haben ihn die Knallkrebs erwischt. Ja. Ja, aber das ist der, von dem ihr sagtet, den kann man auch lebend noch am Strand finden und retten. Und dann hat man eine Stammesgunst sich erworben. Und dann hätte man auch den Blutpreis ausgleichen können, weil es offenbar ein Verwandter von Rissa Aberdeen ist. Aber wie wir jetzt sehen, ist das leider nicht mehr möglich. Und hier den Kisten ist nur Müll. Heil ich nochmal. Ja, der Krebs hat dann aber... Oh, Blausand sammeln? Wo bist denn du hier mit Blausand? Unterm... Ah, habt ihr gesehen? Hier waren so ein bisschen Gefunkel unterm Schnee. So minimal. Zwei Blausand und ein winziger irgendwas habe ich gefunden. Ein winziger Aquamarin. Ei. Er fällt hin, Merit. Nutz die Chance. Der ging gar nicht so schlecht. Das war ein Fangschreckenkrebs. Das ist was anderes. Das ist kein Knallkrebs. Winzig Aquamarin. Ich will mich aber jetzt auch nicht überladen hier. Blausand am Strand liegt einfach so rum. Und ich habe es sogar gesehen. Zufälligerweise. Heile dich. Vielleicht kriegen wir die letzten Krebs ja auch noch irgendwie klein. Dann wäre der Strand endlich mal frei. Hier kann man was abbauen. Das ist auch interessant. Aber alles später. Ich kann auch versuchen, den
den einen Angriff, den er macht, mit der Keuleninfusion abzublocken. Das ist aber schwierig, finde ich. Es nutzt aber gut. Es geht gut mit der Coin-Infusion. Das ist nicht schlecht. Verbannt. Dann gibt es bestimmt noch einen Krebs, oder? Das Schiffswrack, habt ihr mir auch erzählt, das Schiffswrack, wo Yzan sein Vorratslager angelegt hat, das ist auch irgendwo anders. Das ist nicht an diesem Strand, das ist irgendwo ganz anders. So, also hier ist weit und breit kein Krebs mehr. Da hinten mag noch einer sein. Ich glaube, da hinten das Ding bewegt sich. Bin ich aber nicht sicher. Da jetzt hinzurennen macht aber nicht so wirklich viel Sinn. Das kann ich tun. Blausand? Nee. Das kann ich tun, wenn ich hier mit dem Rucksack wieder unterwegs bin. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich wusel jetzt mal zurück, hole meinen Rucksack aus der Höhle und gucke währenddessen schon mal nach, ob es hier nochmal irgendwo Blausand gibt. Und bis ich da mit dem Rucksack wieder gefechtsbereit bin, mache ich mal ein bisschen Tempo. Jetzt geht's hier los, den Strand mal abzufarmen. Mit den Steckenhäusern hier kann man nichts anfangen. Richtig, die sind reine Kulisse. Denke ich mir mal. Also Fische sind interessant. Seetang ist interessant. Hier sind Fische. Und Blausand. Scheiße, was ist Blausand eigentlich? Glitzerndes Pulver, das von Schmieden verwendet wird, um Rüstungen aus einer blauen Stahllegierung herzustellen. Auch als alchemistische Zutat äußerst begehrt. So, Blausand. Wir haben eine Quest dazu, das weiß ich. Der Schmied in Cersel kann Teile für Blausandrüstungen anfertigen, wenn man ihm Blausand überlässt. Steht leider nicht dabei, wie viele. Und der Fisch, den ich hier sammle, ist was? Das ist, Fragezeichen, roher Lachs. Ja, gut. Ja, jetzt fahre ich hier den Strand ab. Das ist gerade das Sinnvollste. Eigentlich warte ich dann sogar bis Mitternacht wegen der Seesternhöhle. Das würde ich mir auch gerne anschauen, dass sie da wirklich zugänglich ist. Fischies, seid ihr da? Nö. Nee. So, was hattest du dabei? Du hattest so einen Panzer. Du hast einen Fangschreckenkrebs. Insektenhülle. Getrockneter Panzer mit wenig Anwendungsmöglichkeiten. Kann jedoch zu einem guten Preis verkauft werden. Und die Larveneier. Aha, also Insektenhülle zweimal. Und der Aberdeen. Verfault am Strand. Das arme Schwein. Man kann ihm auch nicht helfen. Und Rissa ist schon über alle Berge. Und plündern kann man ihn auch nicht. Man kann nur mit ihm sprechen, was mit einem Toten nicht so wirklich gut funktioniert. Das ist ein sehr einseitiger Dialog dann. Fangschreckenkrebs. Du bist gar kein Donnerkrebs, das wundert mich. Der hat einen winzigen Aquamarin dabei. Aha. Hier liegt eine riesige Flosse skeletöser Art. Und ich möchte mit lebenden, ausgewachsenen Exemplaren solcher Gattungen gar nicht näher in Kontakt geraten, wenn ich ehrlich sein soll. Seetang.
Ich hätte die Keuleninfusion, die ich da hatte, im Kampf gegen den Krebs, die hätte ich auch in der letzten Episode gegen diese Eishexe anwenden können, wahrscheinlich. Mich in einen Eisangriff reinstellen. Und dann hoffen, dass die Keulinfusion den abblockt. Und dann hätte ich eine eisaufgeladene Keule gehabt. Amulett, was ist das? Das ist ein Fossil oder was? Versteinerter Panzer urzeitlicher Meeresbewohner. Diese schillernden Steine werden verwendet, um Amulett-Rüstungen zu fertigen. Ah, das ist auch eine Rüstung. Alles, was Rüstungen macht, das interessiert Merit. Das behalten wir alles. Weiei, hier hakt's manchmal. Aber so wirklich ergiebig ist das Fischen hier am Strand nicht, oder? Ach doch, hier, man muss es nur sehen. Wie viele Fischstellen habe ich jetzt bisher nicht gesehen? Da hinten noch ein toter Krebs. Und Seetang. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben 16.10 Uhr. Da kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit vertändeln. Bis Mitternacht. Ich bin gerade am Überlegen, was für euch beim Zuschauen überhaupt interessant ist. Mich ja so beim Poolen von Krebspanzern zu beobachten, ist vielleicht nicht ganz so interessant. Deswegen denke ich mal, wir haben hier grundsätzlich alles gesehen, was an diesem Strand hier zu haben ist. Natürlich kann hier Blausand dabei sein, bei diesen Fischen zum Beispiel. Aber ich glaube, es ist nicht wirklich sinnvoll im Let's Play, das alles so im Detail zu zeigen. Eine Azurgarnele. Oh. Seltenes Krebstier, begehrt bei Fischern aufgrund seiner Mana-wiederherstellenden Eigenschaften. Kann jedoch, wenn roh gegessen, krank machen. Das ist bestimmt eine Zutat für irgendein Zeugs. Und Blausand jetzt schon 4. Ja, ich mach mal Folgendes. Ich plündere noch den Strand zu Ende. Wenn da noch so eine Krabbe dabei ist, dann wird die auch noch umgehauen, hoffentlich. Merit geht's ja wieder halbwegs gut. Achso, halbwegs gut heißt aber nicht gut. Ist mal das Ei. Aber ist der geheilt? Ist der heilbar vom Ei größer als der von dem Fleisch? Ne, der vom Fleisch ist ein bisschen größer. Fleisch ist 0,25 Gesundheit pro Sekunde. Das hier ist nur 0,2. Dafür hat es aber auch eine Ausdauerwiederherstellung von 0,4. Das ist auch nicht schlecht. Also Eier sind schon gut. Oh, ich muss trinken. Durstig bist du. Jetzt nicht mehr. Ja, ich mache mal eine Beschleunigung, während der ich den Strand abfarme. Und dann ist das Video auch zu Ende. Und dann warte ich einfach nach dem Ende des Videos so lange ab, bis Mitternacht ist. Und dann geht es um Mitternacht vor der Seesternhöhle weiter am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!